Halleluja. Hey, wisst ihr, was ich liebe am Haus des Herrn? Das ist Freude, oder? Das ist Freude. Halleluja. Ihr dürft euch setzen. Geht's euch allen gut? Hey, heute ist der dritte Tag. Heute ist der dritte Tag. Und am dritten Tag passieren immer gute Dinge, oder? Amen. Amen. Hey, lasst mal eure Hände sehen. Wer von euch hat in diesem Wochenende schon was erlebt? Halleluja, halleluja. So stark. Hey, wer von euch hat schon Freiheit erlebt an diesem Wochenende? Come on, hey, so gut. Gott ist noch nicht fertig, Amen. Gott ist noch nicht fertig. Hey, dreh dich mal zu deinem Nachbar. Schau ihm ganz tief in die Augen und sag, Gott ist noch nicht fertig. Jetzt guckst du ihn nochmal an und jetzt sagst du ihm nochmal, Gott ist wirklich noch nicht fertig. Denn das ist eine Verheißung. Was er begonnen hat, das wird er zu Ende führen. Das ist nicht ein tolles Gerede von mir, sondern das ist eine Verheißung. Und seine Verheißungen, sie sind ja und Halleluja. Halleluja. Das ist nicht powerful. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für all das, was du bereits in den vergangenen Tagen getan hast. Herr, wir sagen mehr davon. Wir sagen mehr davon. Herr, wir werden niemals müde, dich anzubeten. Wir werden niemals satt sein. Wir wollen immer mehr von dir, weil du immer mehr zu geben hast. Halleluja. Ich habe das Riesenvorrecht, heute mit euch über Freiheit von dämonischen Mächten zu sprechen. Ist das gut? Lass uns mal zusammen Freiheit sagen. Lass uns auch mal Freiheit sagen. Halleluja. Wer von euch liebt Freiheit? Halleluja. Hey, ich liebe Freiheit so sehr. Wisst ihr, was wichtig ist bei diesem ganzen Thema? Wir müssen erstmal verstehen, dass es dämonische Mächte gibt. Und wir müssen verstehen, dass diese dämonischen Mächte Einflüsse auf unser Leben haben können. Das ist richtig. Wir haben das Zeugnis vom Jerome gehört. War ein powerfules Zeugnis, oder? Lass uns mal einen Applaus für Jerome geben. Ich glaube, er ist schon weg, aber er wird es im Geist hören. Halleluja. Und ich fand es so spannend, was er gesagt hat. Er hat sich das alles zugeschrieben. Er hat gesagt, hey, ich kann so gut die Leute manipulieren. Wisst ihr, ich habe mich selber in dieser Situation gefunden, weil ich früher dachte, ich habe so drauf, ich kann jeden Menschen um meinen Finger wickeln, ich kann so gut lügen. Ich habe so drauf. Hey, und als ich dann erkannt habe, dass da der König der Lüge, der Teufel dahinter steckt, der mich missbraucht hat, um das Leben von anderen Menschen zu zerstören, ich habe mich so geschämt. Aber Halleluja, ich habe Gnade erfahren. Wer von euch hat Gnade erfahren? So gut. Hey, bei mir wird es so ein bisschen interaktiv. Hände heben, vielleicht auch mal aufstehen, ein bisschen klatschen, den Nachbarn antippen. Ist das gut für euch? Wir haben schon 9:45. Der ein oder andere wird vielleicht müde. Das Schöne ist, bei mir werdet ihr nicht müde. Ist das gut? Come on, hey. So gut, so gut. Ich denke, ich bin hier in einem Haus, wo ich nicht erstmal erklären muss, dass es dämonische Mächte gibt, oder? Wir wissen das alle. Darf ich mal sehen, wer von euch hat schon mal eine Erfahrung mit dämonischen Mächten gehabt? Ja, wer von euch hat schon Dämonen gesehen? Wer von euch hat schon Albträume gehabt? Das sind viele Hände oben. Und es ist gut, dass ihr das schon erkannt habt. Denn Erkennen muss immer vorausgehen, damit sich was verändert. Ist das richtig? Das stimmt, oder? Hey, weil ich glaube, der Teufel hat eins geschafft. Er hat es geschafft, in dieser Welt seine Existenz zu leugnen. Er hat es geschafft, sich zu verstecken. Wobei wir tatsächlich, wenn wir die Weltgeschehen heutzutage anschauen, er muss sich nicht mal verstecken, die Welt umarmt sein Handeln. Und das ist so schrecklich. Und deshalb seid ihr hier. Mein Herz war so bewegt, hey, Halloween wurde gefeiert vor ein paar Tagen und ich stand hier hinten und ich habe eure Hände oben gesehen, den König der Könige anzubeten. Und ich dachte, das ist die Generation. Das ist die Generation, die Freiheit bringt, die diese Welt so dringend braucht. Und das wollen wir erleben, oder? Wir wollen sehen, wie die Werke des Teufels zerstört werden. Wir wollen sehen, wie diese dämonischen Mächte beendet werden. Weil diese dämonischen Mächte, die haben eine Kraft, ist das richtig?
möchte euch gerne in die erste Erfahrung mit reinnehmen, wo ich so eine Manifestation, weiß jeder, was eine Manifestation ist. Ein Dämon wird sichtbar in dem Leben von einem Mensch. Wir haben das heute schon erlebt. Wir werden das nachher noch erleben. Menschen werden frei werden. Sag nochmal, Menschen werden frei werden heute. Sag's mal jetzt noch mit Glauben. Halleluja. Ey, davon bin ich überzeugt, weil die Bibel sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wer von euch glaubt das? Ja, so viele Hände oben. Das ist so gut. Herr, und wisst ihr, wir hatten so eine Wochenendveranstaltung und das ganze Ding hieß Encounter, Begegnung mit Gott. Hey, und ich dachte so, cool, ich war ganz frisch bekehrt und ich dachte so, hey, Encounter mit Gott sind immer gut. Wir mögen alle Encounter mit Gott, oder? Das ist herrlich so. Und ich dachte, hey, ein ganzes Wochenende von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dann war ich dort und es war eine richtig starke Zeit. Hey, und dann gab es so eine Session und wisst ihr, ich kannte all dieses christliche Wording noch nicht. Vieles in der Bibel habe ich noch nicht verstanden. Ich habe es aber einfach gelesen, weil ich gute Leiter hatte, die gesagt haben, lese dein Wort jeden Tag. Also habe ich das Wort jeden Tag gelesen, ob ich es verstanden habe oder nicht. Ich habe es jeden Tag gelesen. Und so durfte ich noch viel lernen. Und so durfte ich an diesem Morgen was lernen, was ich echt strange fand. Weil ich kannte die Jungs aus der Gemeinde. Die waren alle echt cool. Und dann war einer dabei, der war Kommissar, Familienvater, drei wundervolle Kinder. Und als wir in dieser Versammlung waren und dieser Prediger so ganz ernst an seinem Pult stand, sein Notebook vor sich hatte und irgend so eine Liste durchgeht. Und er hat gesagt, hey, ich konfrontiere jetzt ein paar Dinge. Und ich dachte, okay, dann mach das, wenn du denkst, es ist gut so. Ich wusste ja die Spielregeln nicht. Und dann konfrontiert er so ein paar Dinge. Und ich denke mir auf einmal so, warum ist hier gerade so eine Unruhe? Und ich schaue diesen Mann an, Familienvater, drei Kinder, Kommissar, wie auf einmal anfängt, seine Fäuste zu ballen. Und ich dachte so, hä? Was passiert jetzt hier? Und ich sehe, wie er anfängt, nach vorne zu laufen. Auf einmal sehe ich all die großen Männer kommen, diesen Mann festhalten. Und ich denke mir so, hey, was passiert denn hier? Ich dachte, wir sind ja auf einem Begegnungswochenende mit Gott und nicht auf einer Schlägerei. Und dann habe ich da später nachgefragt, habe ich gesagt, was war denn das? So, das ist doch voll der liebe Mensch, warum macht er das denn? Dann haben sie mir erklärt, hey Dennis, weißt du, das mit dem Konfrontieren, das hat eine tiefere Bedeutung. Wir hauen da nicht einfach nur irgendwelche Wörter in der Luft, sondern wir konfrontieren geistige Mächte, wir konfrontieren Dämonen. Und ich dachte so, wow, krass. Das ist ja krass. Und die haben für den Mann gebetet und er durfte Freiheit erleben. Und so hat mich das total begeistert. Zu sehen, dass wenn Gottes Gegenwart in einem Ort ist, an einem Raum kommt, dass auf einmal eine Transformation in der Atmosphäre passiert, Dinge sich auf einmal zeigen und Dinge gehen müssen. Und heute liebe ich es. Heute liebe ich es zu sehen, wie Menschen in die Freiheit zu kommen. Ich habe so crazy Sachen am Anfang erlebt, dass ich da echt keine Lust drauf hatte. Ich bin mal mit dem Auto gefahren, hatte jemand im Auto und wir standen am Bahnhof und es war eine Frau und aus dem Nichts schaut die mich richtig böse an. Und ich denke mir so, hä? Und plötzlich spricht einfach ein Mann aus ihr. Mitten in Pforzheim am Bahnhof. Und ich dachte mir, was passiert denn hier jetzt? In welchem schlechten Horrorfilm bin ich hier gelandet? Da habe ich verstanden, hey, da gibt es eine Welt, die ist realer als das, was ich vor Augen habe. Und auf einmal hat mich das so interessiert. Und was macht man dann in unserer Generation? Wir packen unsere iPhones aus und wir gehen auf YouTube und wir geben irgendwas mit Dämonen ein und dann kommen, bam, zahlreiche Videos. Hey, meine Jungs, also ich habe auch so einen Drogen-Background. Meine Jungs und ich, wir hatten nichts mehr anderes zu tun als Jesus. Wir haben uns bei uns getroffen, bei mir zu Hause. Wir wussten nicht, was Lobpreis ist. Wir haben einfach gesagt, hey, wir machen diese christlichen Lieder rein. Und da kam so eine dicke Gegenwart Gottes in den Raum. Wir haben das so genossen. Wir kannten diese ganze Theologie nicht drumherum. Und dann sind wir auf dieses Thema mit diesen Dämonen gekommen und haben gedacht, hey, komm, da gibt es auf YouTube bestimmt auch was. Und wir schauen uns solche Videos an.
Und dann gab es so Videos, wo so ein vollmächtiger Mann Gottes für Menschen betet und einfach diese Mächte in den Personen anfangen zu manifestieren und diese Dämonen fangen an zu sprechen. Und ich dachte so, wow, krass, ey. Und da kommen so richtig krasse Hintergründe dabei raus, wie diese Dämonen in dieses Leben von diesen Menschen gekommen sind. Und ich dachte, hey, echt heftig. Da habe ich mich irgendwann für meinen Jungs verabschiedet, sind gegangen. Und ich hatte damals so eine Mastionettwohnung. Weiß jeder, was das ist? So eine zweistöckige Wohnung, wo man dann über eine Treppe hochgeht. So, und dann war oben mein Schlafzimmer und ich bin da rein. Ich habe mich in mein Bett gelegt und lag da. Und kennt ihr das? Wenn jetzt hier jemand reinlaufen würde, wir würden das alle irgendwie spüren, oder? Man spürt es, wenn jemand in den Raum kommt. Und ich liege da und auf einmal spüre ich, wie jemand meine Treppen hochläuft. Und ich dachte, hey, ich weiß, dass meine Tür da unten zu ist. Was passiert da? Und ich gucke so rüber und da war nichts. Aber ich habe eine Präsenz gespürt, die immer höher gekommen ist, um das Geländer gelaufen ist und sich an das Eck von meinem Bett gestellt hat und mich angeschaut hat. Und ich bin ehrlich zu euch, ich hatte richtig Angst. Ich hatte richtig, richtig, richtig Angst. Ja, was mache ich jetzt? Warum habe ich diese Videos angeschaut? Warum habe ich das alles gemacht? Was mache ich jetzt? Aber preis den Herrn, ich habe gute Leiter. Und die haben mir eins ganz früh beigebracht. Dennis, wenn du in schlimmen Situationen bist, ruf immer den Namen Jesus. Amen. Also das Einzige, was ich getan habe, war Jesus zu rufen. Und diese Macht war weg. Und ich habe verstanden, hey, da ist was, was größer ist als diese dämonische Macht. Aber dennoch kann diese dämonische Macht unser Leben beeinflussen. Ist das richtig? Wer von euch hat es in seinem eigenen Leben erlebt, dass eine dämonische Macht ihn kontrolliert hat, ihn beeinflusst hat, ihn vielleicht limitiert hat, mit Minderwert geplagt hat? Das sind viele da, ja. Und hey, wir müssen verstehen, dass es sowas wie eine Eingangstür gibt, dass diese Mächte ein Anrecht bekommen, in unserem Leben zu wirken. Wisst ihr, wir sagen immer, wir sind nicht gesetzlich, aber die geistige Welt ist ziemlich gesetzlich. Wir können mit der geistigen Welt nicht spielen. Es gibt geistige Gesetzmäßigkeiten, die gelten. Das allererste ist, ob du an die geistige Welt glaubst oder nicht, ändert und leugnet ihre Realität nicht. Das heißt, du kannst heute zu mir sagen, hey Dennis, du bist ein totaler Spinner. Ich glaube daran nicht. Das ändert nichts daran, dass diese Welt existiert und Einfluss nimmt auf dein und mein Leben. Und ich möchte deswegen heute Abend darüber mit euch sprechen, dass wir lernen, auf der richtigen Seite zu stehen, damit diese Welt keinen negativen Einfluss auf unser Leben haben kann. Weil das möchten wir alle nicht, oder? Möchte das jemand? Keine Hand oben. Halleluja. Lass uns mal so ein paar Türen anschauen. Ja, und ich fand es so stark, wie die Konferenz schon aufgebaut war. Wir haben gehört von der ersten Tür, die Sünde. Ist das richtig? Wir haben Buße getan. Wer von euch hat Buße getan und hat eine Befreiung da erlebt in diesen Tagen? Halleluja. Wisst ihr, das ist das größte Einfallstor, dass diese Mächte in unser Leben kommen können und uns kontrollieren können. Ey, wir haben von Passivität gehört. Stimmt es? Unser lieber Tom hat darüber gesprochen, dass wir Dinge annehmen müssen, dass wir es ergreifen müssen. Und so ist es, wenn wir Unglaube in unserem Leben haben, kann es eine Möglichkeit sein, dass diese Mächte Einfluss nehmen können in unserem Leben. Wisst ihr, ich habe gesehen, dass wenn ich diesen Mächten Glaube entgegenhalte und mein Glaube war in diesem Moment der Name Jesus, der größer ist als alle anderen Namen, dann muss diese Macht verschwinden. Hey, es ist so gut, dass wir in einem Haus sind, wo Wahrheit gesprochen wird. Weil es gibt auf dieser Welt so viele Religionen und so viele Irrlehren. Das ist ein Einfallstor. Da machen wir uns aus und da laden wir
diese Mächte ein. Es geht immer um eine Einladung. Und die Dinge, die ich gerade anspreche, das sind ganz bewusste Einladungen, die wir treffen, wo wir uns dafür entscheiden. Ein ganz großes Thema ist außerehelicher Sex. Jegliche sexuelle Praktik, die nicht im Bund der Ehe durchgeführt wird, ist ein Einfallstor. Wisst ihr, als ich verstanden habe, warum die Christen keinen Sex vor der Ehe haben sollten, ist mir ein Licht aufgegangen. Als ich verstanden habe, dass wenn ein Mann mit einer Frau zusammenkommt und sie ins Schlafzimmer gehen und diesen Akt vollziehen, dass dort ein Bund geschlossen wird. Und wisst ihr, ich war schockiert, als ich gehört habe, dass es Satanisten gibt, die bewusst zu Christen gehen, diese Christen verführen, damit sie mit ihnen schlafen können, damit ein Bund entsteht. Und jetzt sagst du das, ja, aber Gott ist größer. Das ist er. Aber du gehst in Bündnis ein. Das ist deine Entscheidung. Wir haben freien Willen, oder? Ihr seid alle freiwillig hier, hoffe ich. Oder? Und diesen freien Willen haben wir von Gott bekommen und dafür können wir uns für Dinge entscheiden. Wir haben Unvergebenheit. Das ist ein Einfallstor, dass ein Geist der Bitterkeit in unser Leben kommen kann. Ein Geist der Zerstörung. Und wir haben dieses ganz große aktuelle Thema, deswegen feiere ich das so, dass es einen Jan gibt, der Musik für diese Generation macht, der verstanden hat, dass wir einen Gegenpol bilden müssen für das, was in der Welt passiert. Wir alle lieben diese amerikanischen Songs, oder? Herr, ich weiß nicht, wie oft ging es dir so, dass du einfach bei einem Lied mitgesungen hast und du kanntest den Text gar nicht so. Also ich weiß noch damals, mein Englisch war Grotte. Ich kann nur Englisch, weil ich jetzt Christ bin und viele ausländische Freunde habe. Aber davor habe ich einfach nur den Beat cool gefunden, die Leute, die da gerappt haben, cool gefunden und ich habe einfach mitgemacht. Und als ich verstanden habe, dass ich da Deklarationen ausspreche, dass ich da Festlegungen in mein Leben hineinspreche, war ich schockiert. Hey, wisst ihr, ich habe mit so vielen Menschen zu tun, die sagen, hey, ich habe so viel Angst. Dann sage ich zu ihnen, hey, was schaust du dir denn an? Ja, ich liebe Horrorfilme. Ja, ich liebe Halloween. Hey, ich finde den Tod mega interessant. Eine Einladung für diese dämonische Welt. Aber der Welt wurde ja gesagt, diese dämonische Welt gibt es gar nicht. Weil wir sind das höchste Glied dieser Kette. Das stimmt nicht. Wir stehen unter dem Einfluss dieser Welt. Und das allergrößte Thema bei diesen Mächten sind okkulte Praktiken. Und es ist etwas, was immer mehr wird. Und wisst ihr, was das Wort okkult heißt? Geheim, verborgen. Wir partnern mit irgendwelchen Dingen. Und da möchte ich euch ein Zeugnis erzählen. Wir lieben Zeugnisse, oder? Halleluja. Mir hat ein junges Mädchen angerufen und sagt, hey Dennis, kann mein Freund mal mit dir sprechen? Ich sage, ja klar kann dein Freund mit dir sprechen. Ja, aber der traut sich nicht so richtig. Ich sage, warum traut es sich denn nicht so richtig? Ja, wie soll ich dir das jetzt sagen? Bei denen zu Hause spukt's. Ich so, ja okay. Woran habt ihr das festgemacht? Ja, wenn seine Schwester duschen geht, packt irgendwas sie am Hals und würgt sie. Wir hören, wie oben im Dachboden Schritte gehen. Wir hören, wie Türen zugemacht und aufgemacht werden. Aber wir sehen da nichts. Und da habe ich gesagt, ja, ich kann total gern mit ihm sprechen. Es ist eine muslimische Familie gewesen. Und dann bin ich zu der Familie gekommen, wir sind reingegangen, habe zu ihnen gesagt, hey, ich komme im Namen Jesus, weil das die einzigste Autorität ist, die euch hier helfen kann. Und ich habe so richtig gemerkt, dass sie mega schüchtern waren, dass sie das nicht mit der Sprache rausrücken wollen, weil sie Angst hatten, dass ich sie für verrückt halte. Und da habe ich zu ihnen gesagt, hey, wisst ihr was, ich lag mal nachts in meinem Bett, und ich habe meine Augen aufgemacht und auf einmal stand ein Dämon an meinem Bett, hat mein Bett gepackt und hat an meinem Bett gewackelt. Und mein ganzes Bett hat physisch gewackelt.
Und ich so, boah, ist das echt? Ja, was hast du denn gemacht? Hey, ich habe den Namen Jesus angerufen und diese Macht ist verschwunden. Und dann haben die sich geöffnet, weil sie gemerkt haben, okay, also entweder ist dieser Typ auch ein Spinner, aber wenn ich ihm jetzt meine Geschichte erzähle, dann sind wir einfach beide Spinner oder es ist echt die Wahrheit und er hat eine Lösung für mich. Und da habe ich zu ihnen gesagt, hey, wisst ihr, ich weiß, dass ihr von einer anderen Religion seid. Ich habe auch nichts gegen andere Religionen, aber es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Glauben und es gibt nur eine Beziehung mit diesem lebendigen Gott und das ist über den Weg Jesus Christus. Und dann haben wir für sie gebetet, wir haben Gott gefragt, was da los ist. Und ich weiß, kennt ihr den Film Bloody Mary? Ich hoffe, ihr kennt den alle nicht. Nur die damals Ungeheiligten kennen die. Das ist so ein Horrorfilm, ja? Und in diesem Horrorfilm hieß es, dass man zwei Kerzen auf die, wie nennt man das, im Badezimmer, über dem Spiegel gibt es doch so ein Brettchen. Sips. Und da soll man Kerzen draufstehen und man soll Stellen anzünden und dreimal Bloody Mary rufen. Und dann kommt Bloody Mary. Und Bloody Mary ist ein Dämon. Ja? Ein Dämon, der in diese Filmindustrie hineingekommen ist, um Menschen zu zerstören. Deswegen haben Menschen Angst, wenn sie Horrorfilme anschauen, weil da eine reale Macht dahinter ist, die Einfluss nimmt. Und ich sage zu denen, hey, habt ihr Bloody Mary gespielt? Weil es tatsächlich auf Instagram, TikTok, überall cool war, so ein Reel zu machen und zu sagen, hey, ihr müsst es mal ausprobieren. Richtig witzig. Und diese zwei Schwestern, die vor mir saßen mit Kopftuch und allem, werden auf einmal kreidebleich und schauen sich an und sagen nichts mehr. Dann sage ich, ihr habt das gespielt, oder? Ja, woher weißt du das? Sag ich, wisst ihr, da ist ein Geist mit mir, der ist gut, ist von der guten Seite und der hat mir das gezeigt. Und dieser Geist möchte in eure Familie kommen und er möchte Freiheit bringen. Aber ihr müsst verstehen, dass ihr das Ufer wechseln müsst. Wie gesagt, ich bin nicht gegen Religion. Religion interessiert mich nicht. Mich interessiert die Beziehung zu einem lebendigen Gott. Und diese Beziehung können wir nur eingehen durch Jesus Christus. Und wir sehen das im Koran. Da gibt es diese Lösung nicht. Da wurde Jesus vorher weggenommen. Also der Weg wurde nicht freigemacht. Also kann es nicht die Wahrheit sein. Weil er sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er nimmt einen Ultimatumsanspruch ein. Und wir haben für diese Mädels gebetet und die Kraft Gottes kam auf sie. Sie wurden berührt. Sie haben noch ein paar andere Dinge offenbart, dass sie irgendwelche Männer sehen, die sie verfolgen und sowas. Wir haben diese Dinge gebrochen. Aber das Allerwichtigste, was wir ihnen gesagt haben, hey, ihr müsst umkehren. Ich bitte euch, wenn euer Vater wieder zurück ist, sprecht mit eurem Vater, was passiert ist. Sprecht mit ihm über das, was wir gesagt haben, weil in eurem Haus ist ein anderer Herr und wir müssen einen Herrschaftswechsel durchführen. Zu dem Punkt sind sie leider nicht gekommen, aber ich bete weiter für sie, dass das gute Werk, das Gott angefangen hat, beendet wird. Aber was ich euch damit sagen wollte, ist, durch so ein kleines, unschuldiges Reel, probier's doch mal. Wer von euch kennt Gläserrücken? Sind Leute hier, die das mal gemacht haben? Es ist eine okkulte Praktik. Wie viele Leute haben euch schon davon erzählt? Ey, da ist echt was passiert. Bei uns hat das Licht geflackert. Das Glas hat sich echt bewegt. Der Tisch hat sich bewegt. Was weiß ich alles. Reale Macht, die bewusst eingeladen wird. Und wisst ihr, was noch ein trauriger Punkt ist? Es gibt leider auch unbewusste Einladungen, die nicht direkt von uns getätigt worden sind. Da gibt es einmal Dinge, die in deiner Familie liegen können, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde, die Einfluss nehmen schon auf deiner Laufbahn. Wisst ihr, wir erleben so viele Menschen, die frei werden von Depressionen und dann fragen wir sie, hey, wo hat es angefangen? Hey, schon meine Mutter hatte das und deren Mutter hatte das auch schon und ihre Mutter hat sich sogar umgebracht. Wir können sehen, wie Mächte ganze Familien belagern können. Und das ist furchtbar, oder? Es gibt Flüche, die ausgesprochen wurden. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Für mich war das früher alles Hokuspokus.
Aber wisst ihr, ich war vor kurzem in Afrika. Wir haben für Menschen gebetet, die sind verflucht gewesen. Die wurden so verflucht, dass sie nicht mehr hören konnten. Die wurden so verflucht, dass sie nicht mehr sprechen konnten. Und wir beten im Namen Jesus und brechen diesen Fluch und diese Ohren öffnen sich. Wir beten im Namen Jesus, brechen diesen Fluch und diese Person fängt wieder an zu reden. Da gibt es Flüche, die können aktiv sein im Leben von Menschen, weil andere Schlechtes in ihr Leben hineingesprochen haben. Auch hier sind Mächte wieder dahinter, die Einfluss nehmen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu viel geschockt. Das war die Predigt. Lobpreisteam kann auf die Bühne kommen. Nein. Das war ein schlechtes Ende, oder? Nein. Hey, wir kommen jetzt zu dem besten Teil an dieser Geschichte. Denn da gab es jemand, der wurde auf diese Erde gesendet, um genau diese Mächte zu zerstören. Und sein Name ist Jesus, der Herr, der über allen Herren ist, dessen Name, der über allen Namen erhöht worden ist, der gekommen ist, diese Mächte zu zerstören. Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu vernichten. Und er ist gekommen, das heute Abend in deinem Leben zu machen. Ich rufe aus, dass du heute, wenn du eine Bindung in deinem Leben hast, heute frei aus diesem Raum rausgehen wirst. In dem Namen Jesus. Jesus kam und durch die Tat am Kreuz hat er all diese Mächte zerstört. Deswegen konnten wir einen Pierre reden hören, der gesprochen hat, dass die Sünde zerstört worden ist. Deswegen konnten wir einen Lehrer hören, der gesagt hat, dass diese Lügen zerbrochen sind. Deswegen können wir heute erleben, dass wir frei werden von allen Bindungen. Denn es gibt einen Namen, der über allen Namen steht. Und lasst ihn uns zusammen ausrufen. Und sein Name ist? Jesus. Lasst uns nochmal ausrufen mit Glauben. Sein Name ist? Jesus. Und lasst uns noch ein drittes Mal eine Deklaration in die geistige Welt machen. Sein Name ist? Jesus. Halleluja. Halleluja. Hey, wisst ihr, was so wichtig ist? Wenn wir Freiheit in unserem Leben haben wollen, wir müssen verstehen, dass Freiheit für uns verfügbar ist. Wisst ihr, wir schauen so oft nach unserer Berufung. Hey Gott, was kann ich für dich tun? Hey, weißt du, was deine erste Berufung ist? Frei zu sein. Wir sind berufen, frei zu sein. Das spricht der Galaterbrief. Und ich möchte, dass du diese Berufung als allererstes annimmst. Noch bevor du für den ersten Kranken betest, noch bevor du für den ersten Besetzten betest, möchte ich, dass du diese Berufung annimmst, dass du zur Freiheit berufen bist, dass es dein Erbe ist, dass es das ist, was in dein Leben gehört. Weil wer frei sein möchte, muss verstehen, wer er ist. Er muss verstehen, wer zu ihm gehört. Er muss verstehen, welche Macht auf seiner Seite ist. Ich glaube, der Jan hat heute Mittag darüber gesprochen. Es gibt diese geniale Geschichte von diesem Elisa. Man, was für eine wilde Geschichte, oder? Also ich kann so den anderen Typ total verstehen, der so sagt, ey Elisa, wir haben echt ein Problem. Also wir kennen ja auch diese Propheten in unserer Generation, oder? Das sind alles so crazy Typen. So, die sind alle so nicht von dieser Welt, die schweben auf so einer anderen Sphäre, die sehen so die Realität überhaupt gar nicht mehr. Und ich kann das total verstehen, dieser Elisa so, und der andere Typ so, ey, wir haben echt ein Problem. Und er, ey, alles gut, alles gut. Nee, nee, ohne Witz, wir haben echt ein Mega-Problem, da kommt eine riesige Armee. So. Und du weißt, wir haben niemand. Und dann guckt er rüber und sagt, hey, die mit uns sind, das sind weitaus mehr. Und er denkt so, ey, Bro, nee, da ist niemand. Und er hat gebetet, Herr, öffne ihm die Augen. Dass es sieht, welche Armee mit uns ist. Hey, mit dir ist eine Legion. Als der Teufel vom Himmel gegangen ist, hat er ein Drittel mitgenommen. Zwei Drittel sind auf deiner Seite. Zwei Drittel sind auf deiner Seite. Und die sind auf der Siegerseite. Und du bist auf der Siegerseite. Amen. Deswegen, wir müssen wissen, wer wir sind. Und wisst ihr, wir sprechen so oft über Autorität, oder? Wer von euch liebt Autorität? Hey, wenn wir aber Autorität wollen, brauchen wir Identität. Hey, und Identität bekommst du nicht, wenn du einen Identitätskurs machst. Identität bekommst du, wenn du bei dem bist, der dich geschaffen hat und er dir in Intimität Identität zuspricht. Hey, nicht dein YouTube-Reel gibt dir deine Identität,
sondern ein Vater im Himmel, der jeden Tag dir zusprechen möchte, wer du bist. Ich lade dich ein, verlass dein Zimmer nicht, bevor du nicht seine Stimme gehört hast, wie er zu dir gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Weil wir gehen in eine Welt raus, die uns alles andere entgegenschreien möchte. Wir müssen die Stimme des Vaters hören. Und da reicht es nicht, diesen coolen YouTube-Preacher zu hören. Wir müssen die Stimme des Vaters persönlich hören, wie er zu uns spricht. Deswegen möchte ich euch ermutigen, nehmt euch jeden Morgen diesen einen Moment. Sagt, Herr, sprich zu mir. Und du wirst die Stimme des Vaters hören. Sagen wir, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Hey, ich bin so stolz auf dich. Und du wirst diesen Tag heute sowas von rocken. Da wird es mega Probleme geben, mega Herausforderungen werden kommen. Aber hey, ich bin mit dir. Und ich sage, egal welche Mauer vor dir sein wird, ich werde mit dir über diese Mauer springen. Und dann gehst du in deinen Tag und dann kommt diese Herausforderung und du springst einfach über diese Mauer, weil da eine Deklaration vom Vater gesprochen wurde in Intimität, die deine Identität gegründet hat und durch diese Identität hast du Autorität. Wir wollen alle Autorität haben, oder? Amen. Aber dazu müssen wir wissen, wer wir sind. Ich möchte euch ein kurzes Beispiel geben und das Lobpreisteam darf mit auf die Bühne schon kommen. Wir alle wissen, dass es dieses schreckliche Zeitalter gab und noch immer gibt in anderen Ländern, wo Sklaven gehalten wurden und wo das völlig normal war, oder? Und es war eine schreckliche Zeit. Menschen wurden unterdrückt und Menschen wurden ausgenutzt und ausgebeutet. Und es war legal. Und dann gab es im Jahre 1865 einen Beschluss in Amerika, dass die Sklaverei in Amerika zu Ende ist. Wisst ihr, diese dämonischen Mächte sind genau dasselbe wie diese Sklaverei, die es damals gab. Diese dämonischen Mächte, sie unterdrücken uns. Diese dämonischen Mächte, sie halten uns gebunden. Diese dämonischen Mächte lassen uns nicht in unsere Berufung kommen. Diese dämonischen Mächte haben Kontrolle über uns, wann wir aufstehen, was wir tun. So wie es damals bei dieser Sklaverei war. Aber preis den Herrn, damals gab es diesen Zusatzartikel, der verfasst worden ist. Und das hört sich doch gut an. Es gibt ab heute, hier, 18.12.1865, Sklaverei ist vorbei, es gibt keine Sklaven mehr. Hey, jetzt sind wir hier im kleinen Andernach, oder? So, diese Message wurde damals, wir setzen uns das einfach mal jetzt hier in Deutschland rein, in Berlin getroffen, ja? Damals gab es noch keine Social Media, kein Fernsehen, all diese Dinge nicht. Diese Botschaft war noch gar nicht hier. Also waren hier Menschen noch in Sklaverei, obwohl in Berlin ein Gesetz verablasst wurde, dass es keine Sklaven mehr geben darf. Ja, und wisst ihr, genau das Gleiche ist mit der geistigen Welt. Das Gleiche ist mit diesen dämonischen Mächten. Diese Mächte wurden damals, es gab einen Zusatzartikel, der Artikel des Kreuzes, der wurde in die Menschengeschichte geschrieben, Freiheit von jeder dämonischen Macht. Aber wir müssen es ergreifen. So wie die Menschen in Andernach damals, 1865, das hätten hören müssen. Hey, ihr müsst gar keine Sklaven mehr sein, ihr seid frei. Diese, deine Meister dürfen dich gar nicht mehr besitzen. Du darfst ein eigenes Leben führen. Genau so müssen wir das hören. Und ich glaube, dass heute Abend so ein Abend ist, wo genau das passieren wird, wo jeder Einzelne von euch heute hören wird, dass diese Freiheit da ist. Dass diese Freiheit für dich ganz persönlich da ist. Und lass uns doch einfach mal aufstehen. Funktioniert irgendwas nicht, ist egal. Wir brauchen keine Perfektion. Wir brauchen nur den Heiligen Geist. Ich habe hier schon, danke. Danke, Bruder. Ich habe nimmer, aber immer die Fülle. Ich weiß, es ist spät. Ich weiß, wir werden langsam müde. Aber lasst uns auf Jesus schauen, denn es ist nie zu spät für Freiheit, oder? Hey, ich glaube, dass wir eine Generation sind, die gerufen sind, in Freiheit zu leben. Und ich glaube, dass Freiheit heute Abend in deinem Leben anfangen kann.
Und ich lade dich ein, heb mal deinen Blick zu Jesus. Mach mal deine Augen zu. Heb mal deine Hände. Ich glaube, dass heute Abend ein Abend ist, wo vollkommene Freiheit in dein Leben kommt. Nicht, weil ich das sage, sondern weil Jesus es vollbracht hat. Ich glaube, dass Freiheit einen Namen trägt und dieser Name ist Jesus und dieser Name wird heute über deinem Leben ausgesprochen und dieser Name ist fähig, jedes Joch zu brechen. Hey, streck dich mal nach ihm aus, wenn du spürst, dass irgendwelche Dinge, die ich gerade angesprochen habe, von dieser Liste irgendwo aktiv in deinem Leben waren, wo du spürst, hey, der Heilige Geist hat das oder das gehighlightet. Oder vielleicht ist es auch etwas ganz anderes, was ich nicht angesprochen habe. Aber ich möchte sagen, auch dafür gibt es Freiheit. Und der Geist Gottes sieht diese Gebundenheit, in der du feststeckst. Und er möchte heute Freiheit in dein Leben bringen. Hey, ich glaube, dass wir eine Generation sind, die ihre Hände hochhält und zerbrochene Ketten als Zeugnis in diese Welt hinein zeigt. Eine Generation, über die so viel Schlechtes ausgesprochen wurde, die wie in Ketten gelegt worden ist, die aufsteht und ihre Arme hochhält und als Zeugnis Jesu diese zerbrochenen Ketten zeigt. Hey, wenn du dich gebunden fühlst in Ketten, heute ist der Abend, wo du frei wirst. Heute ist der Abend, wo du das empfangen kannst. Erkenne, wo du gefangen bist. Bekenne es und sag dich los davon. Ich glaube, dass heute Abend ein Abend ist, wo Bindungen in deinem Leben zerbrochen werden. Lass uns mal anfangen, ihn anzubeten. Komm, erhebe mal deine Stimme. Das Gebetsteam darf sich auch schon ready machen. Ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist gerade sich ready macht. Hey, wenn du Freiheit in deinem Leben brauchst, heb mal ganz deutlich deine Hand hoch, dass das Gebetsteam dich sieht, das Gebetsteam auf dich zukommen kann und dass es für dich beten kann. Ich glaube, dass heute Abend ein Abend ist, wo Flüche gebrochen werden, wo Dinge, die in deine Blutslinie gelegt worden sind, mit dir heute aufhören, wo der Fluch zerbrochen wird und umgewandelt wird in Segen. Hey, wenn du siehst, wenn du selber schon so oft in deiner Familie gehört hast, hey, das ist bei uns irgendwie wie, als wären wir verflucht. Hey, da passiert immer wieder dasselbe. Hey, streck doch mal deine Hände zum Herrn und empfange diese Freiheit jetzt. Wir rufen aus über diesem Ort, dass hier ein Ort ist, wo der Heilige Geist herrscht. Und das Wort Gottes sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir deklarieren diese Freiheit jetzt über jeden Einzelnen. Gott, wir beten jetzt im Namen Jesus, dass Ketten zerbrechen. Wir beten jetzt im Namen Jesus, dass jede Macht der Finsternis jetzt ihren Einfluss verliert. Im Namen Jesus, wir gehen gegen diese Ängste jetzt in dem Namen von Jesus und wir gebieten dir, dass du jetzt die Kinder Gottes verlässt. Komm hoch und lass sie los. Angst wird nicht länger Kontrolle in deinem Leben haben. Lass diese Angst gehen. Sag dich los, ganz bewusst jetzt. Angst ist ein Geist. Partner nicht länger mit diesem Geist, sondern sag dich los davon und empfang, wie der Heilige Geist kommt und wie er dich frei macht. Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, die Werke des Feindes zu zerstören. Wir danken dir, dass du gekommen bist, Gefangene frei zu machen. Und danke, dass diese Freiheit jetzt kommt. Wir danken dir, dass diese Freiheit einen Namen trägt. Und dieser Name ist Jesus. Dieser Name ist Jesus. Und den rufe ich aus jetzt über jedem Einzelnen. Der Name Jesus, der jetzt frei macht. Der Name Jesus, der jetzt kommt. Der Name Jesus, der jetzt kommt und deine Kinder befreit.
So. Komm, heb deine Hände zum Herrn. Heb deine Hände zum Herrn und empfang deine Freiheit. Mann, empfang sie. Seh, wie minderwert jetzt gerade geht. Minderwert geht jetzt von deinem Leben im Namen Jesus. Und das Gebetsteam kann einfach reingehen. Leg einfach die Hände auf und treib die Mächte der Finsternis aus. Geist Gottes, wir danken dir, dass du hier bist. Und wir beten, komm frisch herein. Komm frisch herein und setze frei jetzt im Namen von Jesus. Robo Sheke Ramamamama, so Robo Boko Robo Sheke Ramamamama, jetzt im Namen Jesus, jetzt im Namen Jesus. Amen. Geist, komm, frische rein. Komm, frische rein und reiß diese Mauern ein. So Robo Boko. Amen. Ich werde zum Namen Jesus jede Macht der Finsternis. Wir gebieten jetzt in der Autorität des Namens Jesus, dass jede Macht der Finsternis jetzt diesen Ort verlassen muss. Reba Shatandara Basheke Ramamamama Sorobobokoshe Rababababaseke Rababa. Im Namen Jesus.